Herzlich willkommen zu unserer Zoom-Veranstaltung Trump vs. Biden nach den US-Wahlen. Und ich freue mich sehr, dass bereits uns viele Leute schon zugeschaltet sind. Ich glaube hier 30 bei Zoom und 20 bei Facebook. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Plattformen aussieht. Wir sind auch bei Twitter heute unterwegs. Und ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen Susan Vinette von der Universität Düsseldorf. Sie unterrichtet vergleichende Literaturwissenschaft und kommt ursprünglich aus New York. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, eigentlich war doch Beverly Crawford Ames angekündigt, aber leider musste sie ganz kurzfristig krankheitsbedingt absagen und deswegen freue ich mich umso mehr, Susan, dass du dich heute zugeschaltet hast. Herzlich willkommen in unserer Runde. Dankeschön. Und ich freue mich sehr, dass mein Professor oder mein ehemaliger Professor in der Universität Hamburg, Norbert Finch, sich zugeschaltet hat. Herzlich willkommen, Finch. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns hier zu diskutieren und eine spannende Diskussion zu führen. Finch ist Professor für Amerikanistik an der Universität Köln und freue mich besonders persönlich, dass du dabei bist. Aber ich habe gesehen im Chat, andere freuen sich da auch drüber. Ja, wir werden das wieder so machen für euch und auch für die Zuschauerinnen. Wir werden einsteigen mit so einer kleinen Gesprächsrunde, mit einer kleinen Diskussion untereinander. Und wenn es dann Fragen gibt, und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nach dieser Wahlnacht und nach dem heutigen Tag und auch nach dem jetzigen Stand eine ganze Menge an Fragen geben könnte, dann werde ich sie sozusagen einspielen. Meine Mitarbeiter Nikolas und Tim sind auch mit dabei und werden mir das sozusagen weitergeben, wenn ihr als Zuschauerin hier Fragen habt. Ja, die einige Zuschauerinnen werden schon kennen und ihr beide lernt es jetzt kennen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, weil ich das immer viel persönlicher finde, euch in ein paar Worten vorzustellen, wo ihr herkommt, welche Beziehungen ihr zu unserem Thema in den USA jetzt gerade habt, liegt ja sozusagen auch auf der Hand, und erzählen von euch, was ihr mögt. Nicht in epischer Breite, sondern in wissenschaftlicher Kürze. Susan, magst du anfangen? Ja, gerne. Ich habe versprochen, das wirklich kurz zu halten und das werde ich auch tun. Wie man unschwer hört, bin ich US-Amerikanerin, gebürtige New Yorkerin. Ich habe relativ lange an der Columbia University in New York unterrichtet, bin dann aus privaten Gründen nach Deutschland gekommen und hatte großes Glück, auch hier eine Professur zu finden, nach einigen vielen Versuchen, und habe bis vor einem halben Jahr den Lehrstuhl für Amerikanistik in Düsseldorf inne gehabt und bin jetzt Seniorprofessorin im Studiengang Transkulturalität. Mein Interesse an dem Thema sollte offensichtlich sein. Ich bin was man ein Red Diaper Baby nennt. Das heißt, meine Eltern und Großeltern waren ziemlich links vom Zentrum politisch. Und umso mehr bricht es mir das Herz zu sehen, was aus dem Land zu werden scheint. Ja, darüber werden wir jetzt reden, Finch. Ja, Norbert Finch. Ich bin Professor Emeritus für nordamerikanische Geschichte, nicht für Amerikanistik. Ach so. Und naja, das ist okay. Das ist okay, das passiert immer wieder mal. Habe in den USA auch studiert, war lange in Kalifornien, habe in Washington DC gelebt und gearbeitet und bin dann über den Zwischenstopp Hamburg, wo ich 10 Jahre war, dann in Köln gelandet und bin zurzeit, da ich Emeritus bin, Gastprofessor an der Sigmund-Freud-Universität in Berlin, wo ich was ganz anderes mache als nordamerikanische Geschichte. Mein Bezug zu den USA ist
a love-hate relationship. Liebe das Land sehr, gleichzeitig leide ich sehr unter ihm. Und als Mitglied der Linken bin ich natürlich an politischen Fragen, die mit den USA zu tun haben, sehr interessiert. Ja, also weil ich heute im Bundestag reden musste, konnte ich mir nicht die Nacht so um die Ohren schlagen, wie ich das sonst in der letzten Wahlnacht gemacht habe, als dann schließlich Trump gewählt worden ist. Und ich habe irgendwie geschrieben auf Twitter, ich werde jetzt ins Bett gehen, Fernseher und Internet ausmachen und ich wache dann wahrscheinlich auf und Biden hat einen Landslide-Sieg geschafft und wir haben keinen Bürgerkrieg. Hat sich, also mit dem Bürgerkrieg glücklicherweise hat sich noch nicht erfüllt. Aber leider haben wir keinen Landslide-Sieg gesehen, sondern es steht jetzt immer noch nicht fest, wer der Präsident wird, ob das Trump bleibt oder ob es Biden wird. Wie ist da eure Einschätzung? Wie habt ihr diese Wahlnacht erlebt und wie sind da eure Erwartungen? Wie steht's zwischen den beiden? Wer mag anfangen? Susan. Oh, ich habe die Wahlnacht schlafend erlebt, weil ich wusste, dass ich nichts beeinflussen kann und dass das Ergebnis entweder feststehen würde oder nicht feststehen würde, wenn ich aufwache. Und so war es auch. Überraschend tut es mich eigentlich nicht. Weil nach dem letzten Mal, nach 2016, meine ich, dass wir alle unsere Lektion hätten gelernt haben sollten. Es gibt offensichtlich viele Leute, die nicht die Wahrheit über ihr Wahlverhalten sagen. Oder? Und es gibt viele, glaube ich, die nicht öffentlich machen wollen, dass sie Trump wählen und es trotzdem tun. Ich meine, das, glaub, wir haben das gleiche Phänomen hier. Und in bestimmten Kreisen ist es vielleicht verpönt, aber es bedeutet schon lange nicht, dass die Menschen nicht so denken. Und ich habe irgendwo gelesen, dass Trump zugelegt hat in allen Gruppen, unter Schwarzen, unter Frauen, also nur bei weißen Männern hat er nichts zugelegt. Und das bedeutet, dass bestimmte Menschen gegen das, was wir als deren Interessen betrachten, gewählt haben. Und das wollen sie vielleicht nicht so ohne weiteres zugeben. Was ich selber nicht wahrhaben wollen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hat es mich nicht überrascht. Ich habe 2016 sehr vollmundig erklärt, dass Trump die Wahl verlieren würde. Ich habe sogar darauf gewettet und das auch öffentlich noch im Fernsehen. Und ich habe meine Lektion gelernt, wie Susan gesagt hat. Ich war sehr, sehr skeptisch. Bin heute früh dann sehr früh aufgestanden, um 4:30, um zu sehen, was los ist. Und mich hat fast der Pfefferminzschlag getroffen, als ich gesehen habe, dass die schlimmsten Befürchtungen eingetreten sind. Und es sah eine Zeit lang gar nicht gut aus. Das hat sich jetzt etwas gebessert. Jetzt gibt es eine Chance, dass Biden vielleicht doch noch, auch ohne Pennsylvania, genug Stimmen kriegt, um die Wahl zu gewinnen. Aber wie ich so gesagt, die Umfragen sind unzuverlässig. Das hat auch was mit der Umfragetechnik zu tun, obwohl die eigentlich in den Vereinigten Staaten entwickelt worden ist. Und Menschen geben nicht preis, wem sie wirklich ihre Stimme geben. Ich habe gestern die Anstalt gesehen im ZDF und da habe ich das erste Mal ein bisschen verstanden, was dieses Gerrymandering ist, die Zuschneidung von Wahlkreisen. Und was ich mich seitdem frage, es ist ja alles, wirkt es total chaotisch und sehr, sehr undemokratisch sozusagen, wie so ein
merkwürdiges Relikt ja auch. Wie kann es sein, dass ein Präsident, amtierender Präsident, wesentlich weniger Stimmen bekommt als ein Herausforderer? Biden, der hat ja eine historisch hohe Anzahl an Stimmen bekommen. Und auf der anderen Seite aber doch trotzdem noch immer nicht klar ist, ob jetzt Biden oder Trump gewonnen hat, trotz dieses enormen Stimmenvorsprungs. Was stimmt mit dem Wahlsystem nicht? Das Wahlsystem, go ahead. Nee, ich wollte eben sagen, dass das deine Aufgabe ist. Okay. Uns historisch zu unterrichten. Ich versuche das mal. Also das Wahlsystem ist ein Wahlsystem des 18. Jahrhunderts. Man muss sich klar machen, dass kurz nach Beginn der Unabhängigkeit dieser 13 Kolonien das Wahlsystem ja auf eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen beschränkt war. Es waren weniger als 100.000 weiße Männer, die überhaupt das Wahlrecht hatten, weil das Wahlrecht noch an Besitz gebunden war. Und die waren über dieses ganze Land verstreut und verteilt. Und ja, es war sehr, sehr schwer, die irgendwie an einem Ort zentral wählen zu lassen, beziehungsweise überall Wahlveranstaltungen abzuhalten. So hat man dieses Wahlmännersystem erfunden, um die enormen geografischen Entfernungen dieser 13 Kolonien zu überbrücken und damit eine Wahl möglich zu machen. Das ist im Wesentlichen dabei geblieben, bei diesem Wahlmännersystem, und es hat sich im Laufe der Zeit eben dann auch noch ein Zwei-Parteien-System herausgebildet, und die Kombination von Zwei-Parteien-System mit dem Wahlmännersystem sorgt dafür, dass Joe Biden 70 Millionen Stimmen hat und Donald Trump 67 Millionen Stimmen, aber überhaupt nicht klar ist, wer die Wahl gewonnen hat. Es gilt das Prinzip The Winner Takes It All mit zwei Staaten als Ausnahme. Das heißt, wer immer einen knappen Vorsprung in dem Staat hat, gewinnt alle Wahlmännerstimmen dieses Staates. Und das sorgt für diese Verzerrung und diese undemokratische Verschiebung im Wahlsystem. Kannst du zu diesem Gerrymandering nochmal was sagen? Ja. Also als ich das gestern gesehen habe, das sieht teilweise aus, als wenn Irrer im Drogenrausch oder so die Wahlkreise zugeschnitten hat. Also das ist total absurd. Das ist übrigens eine demokratische Erfindung gewesen. Der Mr. Jerry, nachdem das Ding benannt ist, der hat versucht, einen Wahlkreis zu gewinnen und hat den dann so zugeschnitten, dass der aussah wie ein Salamander. Daher kommt der Ausdruck Gerrymandering. Also das ist ein Kofferwort zusammengesetzt aus dem Namen von Mr. Jerry und dem Salamander. Und das ist möglich, weil es kein nationales Wahlgesetz gibt, das regelt, wie die Stimmabgabe zu erfolgen hat, sondern die Stimmabgabe wird von den Einzelstaaten organisiert, und wesentlich beteiligt daran ist der jeweilige Gouverneur. Das heißt, der Gouverneur hat Einfluss darauf, wie diese Wahlkreise aufgeteilt werden, und da ist halt möglich, die Wahlkreise so zuzuschneiden, dass die jeweilige Partei es schafft, einen Wahlkreis für sich zu entscheiden und dabei gleichzeitig aber möglichst viele Stimmen der Gegenpartei kaltzustellen, indem die alte Minderheit in diesem Wahlkreis darstellen. In Deutschland gibt es ein Wahlgesetz, was genau regelt, wie diese Wahlkreise auszusehen haben. Das ist in Vereinigten Staaten nicht der Fall. Susan, du hattest eben erwähnt, dass Trump bis auf die weißen Männer sozusagen, also die vorher seinen großen Erfolg ja auch mit bewirkt haben, dass er da nicht zugewinnen konnte, aber dass er in den allen anderen Gruppen sozusagen zugewinnen konnte, was für mich komplett unverständlich ist. Also wie kann es sein, dass er bei Latinos, dass er bei schwarzen Frauen beispielsweise Zuspruch hat, und das in so einer zugespitzten gesellschaftlichen Situation, wo eigentlich ja offensichtlich ist, dass er ein Rassist ist, der rechtsradikale Gruppen, der rechtsradikalen Gruppen sogar erzählt, sie sollen sich bereithalten. Wie kann es sein, dass er gerade in diesen Gruppen da Zuspruch bekommt? Hast du da eine Idee?
So bei schwarzen Frauen verstehe ich überhaupt nicht. Ich kann mir das in keiner Weise zusammenreimen. Was bei Latinos eine Rolle spielt, ist, dass diese Gruppierung nicht so einheitlich ist, wie man meinen würde, wenn man alles mit einem Namen benennt. Und gerade in Florida hat man gesehen, dass die Menschen kubanischen Ursprungs, die sind konservativ. Die sind katholisch, die sind gegen die Abtreibung, was natürlich, also bei Katholiken häufiger der Fall sein kann, nicht muss. Und bei den Latinos in Florida sind das politische Flüchtlinge und nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Das waren Menschen zum Teil, die zur kubanischen Mittelschicht gehörten, die ausgewandert sind oder geflohen sind, weil vor Fidel Castro, und die sind antikommunistisch, die verstehen sich als Antikommunisten und sie verstehen sich als zur Elite oder zur damaligen Elite zugehörig. Und die haben nicht die gleichen Interessen oder meinen nicht die gleichen Interessen zu haben wie Arbeiter, wie wirtschaftlich motivierte Migranten und Migrantinnen aus Mexiko kommend, aus anderen Gebieten Südamerikas kommend, die ganz andere Hintergründe haben und auch ganz andere Klasseninteressen, die vielleicht eher dazu neigen würden, demokratisch zu wählen. Ja, ich würde da anknüpfen, was Susan gesagt hat. Man darf nicht verkennen, dass es inzwischen auch einen relativ großen Anteil von Schwarzen gibt, die katholisch sind. Das ist eine steigende Gruppe. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt eine schwarze Mittelschicht, die, das sehen wir an Clarence Thomas und solchen Menschen, die einfach konservativ eingestellt sind. Also es ist nicht mehr so, dass die sich unbedingt erinnern an die Kämpfe der 60er und 70er Jahre, an die Bürgerrechtsbewegung, sondern das ist alles im Hintergrund getreten, spielt für die aufgrund ihrer Klassenlage auch oft keine Rolle mehr. Also ich habe jetzt mit Freude gesehen, immerhin, es gibt wohl an einigen Orten in den USA Proteste, auch aus der Black Lives Matter Bewegung, die ja den ganzen Wahlkampf über sehr, sehr präsent war, genauso wie auch das Thema Polizeigewalt ja auch präsent war und ja auch weiter Schwarze sozusagen Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Wie schätzt ihr das ein? Auf der anderen Seite habe ich nämlich jetzt gesehen, dass Trump oder sein Team so eine Kampagne gestartet haben unter dem Titel Fight Back und was nicht unbedingt sehr friedlich stimmt und dieser Aufruf an rechtsradikale Gruppen sich bereit zu halten war ja auch relativ deutlich. Wie schätzt ihr das ein? War das alles so ein Rauschen vor der Wahl und hat das keine reale Entsprechung? Oder können wir uns darauf vorbereiten, dass die Auseinandersetzungen nicht nur übers Gericht ausgetragen werden? Und haben die Demokraten auf sowas eine Antwort, wenn Trump jetzt dazu aufruft, sozusagen auch vor die Parlamente beispielsweise bewaffnet zu ziehen oder vor die Wahllokale oder was auch immer? Ich weiß nicht, was ich mir da vorstellen muss. Susan, willst du zuerst? Also, nee, geht dir mal vor. Okay, also ich glaube, das ist nicht eine neue Gefahr. Es ist nicht etwas, was jetzt neu auf dem Tapet ist, sondern das ist Realität der letzten Jahre. Wir haben es mit einer Welle von Ausschreitungen rechtsradikaler Gruppen in den Vereinigten Staaten zu tun gehabt in den letzten Jahren. Das sind Gruppen, die teilweise Milizcharakter haben, das sind aber auch
ausgesprochen neofaschistische Gruppen, die sich da zusammengeschlossen haben und die sich über das Internet organisieren, auf solchen Kanälen wie 4chan und 8chan unterwegs sind und die systematisch schon in den letzten Jahren Gewalttaten organisiert haben. Wir müssen uns zum Beispiel mal vor Augen halten, dass die Morde an Trans People seit 2016 sich vervielfacht haben. Dass überhaupt die Form der gewaltsamen Auseinandersetzung seit 2016 enorm zugenommen haben. Das ist also jetzt nicht ein Phänomen, das im Vorfeld oder im Nachklapp zu der Wahl eine Rolle spielt, sondern diese Gruppen sind schon seit vielen, vielen Jahren aktiv und seit 4 Jahren fühlen sie sich bemüßigt, offen aufzutreten und Leute einzuschüchtern. Also kein neues Phänomen, sondern bestenfalls etwas, was jetzt auch durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten offiziell sanktioniert worden ist. Aber da sind diese Gruppe schon immer. Ob das jetzt zur Gewalt führen wird, Historiker sind schlechte Prognostiker. Ich glaube nicht, wenn die Wahl überzeugend genug ausgeht, also wenn beispielsweise Pennsylvania auch ein deutliches Ergebnis für Biden ergibt, dann wird das möglicherweise nicht der Fall sein. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann könnte es durchaus zu Ausschreitungen kommen. Ich sehe es ähnlich. Es ist auch eine Gewaltbereitschaft, die auch ein Gier nach Gewalt ist. Und die, wenn friedlich oder meist friedlich bei Gruppierungen wie Black Lives Matter demonstriert wird, wird immer von rechter Seite vorgeworfen, dass diese Menschen die Gewalt provoziert haben. Dann gibt es diese Law and Order Gewalttäter, die dann einschreiten, um das Land von den Linken von der Bedrohung der linken Gewalt zu retten. Aber die Gewaltbereitschaft liegt, glaube ich, bei den Gruppierungen, die Finch genannt hat. Aber die meinen, von den vermeintlich Linken provoziert zu werden und die Berechtigung zur Gewalt durch diese Provokation bekommen zu haben. Und das hat man in den letzten Monaten immer wieder gesehen. Also ich habe heute Morgen, als ich aufgestanden bin, getwittert, dass ich fassungslos bin. Und eigentlich bin ich das auch immer wieder, eigentlich auch immer wieder aufs Neue, wenn ich irgendeine Rede von Trump höre und dann höre, das kann er doch jetzt nicht wirklich sagen. Und eigentlich kann man es aber die ganze Zeit sehen. Also es läuft eigentlich ab wie nach einem schlechten Drehbuch. Also es ist wahrscheinlich irgendwie ein schlechteres Drehbuch von Wes Craven oder so, keine Ahnung. Also meine Frage, die ich mir da stelle, ist immer, verfolgt er eine politische Strategie? Ist da tatsächlich eine politische Agenda dahinter? Oder ist er wirklich verrückt? Oder denkt er, ist in einer seiner Shows und muss sozusagen den Showstar da spielen? Das ist vollkommen unklar. Und ich weiß nicht, ob das politischen Kommentatoren so richtig klar ist. Aber was denkt ihr darüber? Habt ihr da eine Einschätzung zu? Ja, Susan? Ich habe gerade in Spiegel Online einen Artikel gefunden, wo ein deutscher Psychiater ihm 3 Persönlichkeitsstörungen bescheinigt. Der ist Psychopath, der ist Narzisst natürlich und noch was. Und das mag alles stimmen. Und ich glaube, er macht das für sich alleine. Der macht es, um eben irgendwie seine Bedürfnisse
zu befriedigen. Der ist, aber er hat, er ist auch mit seinem Programm, seinem vermeintlichen Programm, erfolgreich. Und das ist das wirklich perfide dran. Auch wenn sein Programm vielleicht nicht irgendwie alles logisch ist oder irgendwie intellektuell begründet, hat er Erfolg damit. Er hat die ganze, die Umwelt völlig, also die ganze, also alles, was mit der Umwelt zu tun hat, hat er vernichtet. Oder fast alles. Noch ein paar Wochen und dann wäre er am Ziel. Was Frauenrechte betrifft, was die Supreme Court betrifft, das sind alle Baustellen, wo er unheimlich viel Erfolg hatte und wo er aber ziemlich radikal die Errungenschaften der amerikanischen Demokratie eins nach dem anderen abbaut, vernichtet. Und ob er das tut, um seinen Narzissmus zu befriedigen oder nicht, der tut's, er befriedigt sich und er ruiniert das Land. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Da ist sicherlich diese Seite des Psychopathen und des durchgeknallten Showmans und all das. Aber ich finde, dass man muss immer fragen, wem nützt das, was er macht? Und das ist ziemlich offensichtlich, wem das nützt. Da sind zum einen diese unglaublichen Steuererleichterungen, die dafür gesorgt haben, dass das Einkommen der Leute, die ohnehin schon reich sind, weiter steigt und dass andere Leute weniger verdienen. Also die Steuerpolitik war eine Steuerpolitik im Interesse ganz bestimmter Gruppierungen. Ne? Die Umweltpolitik ist auch im Interesse ganz bestimmter Gruppierungen, denn hinter Trump stehen die großen Energiekonzerne. Da steht Öl dahinter, da steht Fracking dahinter. Das ist auch vollkommen klar. Da stehen die Koch Brothers dahinter. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass Trump für die Vertreter der alten Industrie stehen, der zweiten Industrialisierung sozusagen, also Rust Belt und Automobilindustrie und alles das, was irgendwie mit Energiekonzernen zu tun hat, das ist genau das, was Trump fördert durch seine Politik. Also ich glaube, dass er nicht einfach nur durchgeknallt ist, sondern dass er schon sehr genau kalkuliert, was er da tut. Und die Auswirkungen sind so, wie Susan das beschrieben hat, die Auszehrung des demokratischen Systems, der Übergang zu autokratischen Regierungsformen, aber dass das im Interesse ganz bestimmter Kreise in den Vereinigten Staaten passiert, ist, glaube ich, zweifelsfrei sicher. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist nur interessant, wenn man so 10 Jahre zurückblickt oder 15, da war er Demokrat, der war kein Abtreibungsgegner, aber der hat eine ganz andere Linie, ist eine ganz andere Linie gefahren. Und natürlich arbeitet er für die sein Klientel, den du genannt hast. Aber ich denke, ich glaube, er kann durchgeknallt sein und diesen Interessen bedienen. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, okay, so kann man es formulieren. Passt ganz gut, was ihr da eben gesagt hatte, die Frage hier von Claudia Wangerin, die ist gerade bei Facebook gestellt worden. Ich lese sie einfach mal vor, weil ich finde die eigentlich auch ganz spannend, auch wenn sie dir zumindest, Finch, nicht so sehr liegen wird, weil es ins Fiktionale geht. Und zwar Claudia fragt zum Stichwort Klasseninteressen. Hätten die bei der Wahl nicht eher eine Rolle gespielt, wenn Sanders die Alternative zu Trump gewesen wäre?
Biden ist vielleicht kein offener Rassist und Sexist und auch klimapolitisch nicht so ein Amokläufer wie Trump, aber konnte er ernsthaft als Kandidat der arbeitenden Klasse wahrgenommen werden? Der Kandidat der arbeitenden Klasse in dieser Wahl ist Trump. Das muss man leider sagen. Ich meine jetzt nicht objektiv, ja? Das ist natürlich nicht der Fall. Aber wenn man sich anguckt, weiße Arbeiter in den Vereinigten Staaten haben sehr stark für Trump gestimmt. Das gilt natürlich vor allem in den Rustbelt-Gegenden. Überall dort, wo in großem Maße der Einsatz von Robotern betrieben worden ist, in diesen Industrien, wo die guten Arbeitsplätze weggebrochen sind, da hat Trump zugelegt bei den Arbeitern. Das ist genau der Fehler, den die Demokraten schon bei der Wahl 2016 gemacht haben. Sie haben nicht verstanden, dass hier durch die dritte Industrialisierung Arbeitskräfte wegbrechen, die hochbezahlt gewesen sind. So ein Arbeiter bei einer Automobilfabrik, der konnte mit 80.000, 90.000 Dollar im Jahr nach Hause gehen. Der hatte eine Kraftversicherung, der hatte eine Pensionsversicherung, solange die Autoindustrie einigermaßen funktioniert hat. In dem Maße, wo dann Ende der 90er Jahre hier überall Roboter eingeführt worden sind, sind solche Arbeitsplätze auch weggebrochen. Und das hat dazu geführt, dass diese Arbeiter, die von den Demokraten nicht ernst genommen worden sind, angefangen haben, Trump zu wählen. Ich glaube nicht, dass Sanders in der Lage gewesen wäre, die Bindungskräfte zu entwickeln, die notwendig sind, um die Wahl gegen Trump zu gewinnen. Sanders hätte sicherlich bei den jungen Menschen Zustimmung gefunden. Er hätte vielleicht auch bei Teilen der bewussten Arbeiterklasse Zustimmung gefunden. Aber ob Sanders in der Lage gewesen wäre, diese Koalition von African Americans, von Queer People, von Frauen in dieser Weise so zu binden, wie das den Demokraten ansatzweise bei dieser Wahl gelungen ist, das ist die große Frage, die ich habe. So eine Sache, die Finch nicht ausdrücklich erwähnt hat, die mit dem zusammenhängt, was er gesagt hat. Die gut bezahlte Arbeiter, von denen er gesprochen hat, die hatten auch eine soziale Identifikation, ja, mit der Firma, mit einer mehr oder weniger intakten Welt um ihre Arbeit. Es ist nicht nur das Geld, was sie nicht mehr haben und die Krankenversicherung, die sie nicht mehr haben, sondern ihnen ist eine Welt zusammengebrochen, die wirklich keinen Ersatz gefunden hat. Und das sieht man an die Opioide, die gerade in diesen Gegenden eine so epidemisches Wachstum haben. Das ist wirklich zu den wirtschaftlichen Problemen, die damit zusammenhängen, ist auch eine soziale Leere, die Trump mit seinem Bombast irgendwie anspricht. Und sagt, ihr, so komisch, wie sich das anhört, ich bin laut, ich bin grob, und ich lasse mit mir so identifizieren. Und ich lade dazu ein. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht unwichtig ist. Also ist das eine Identifikation, die rein auf so einer Image-Ebene sozusagen läuft, ist mein Eindruck. Weil real tut er ja für die Arbeiterinnen im Rust Belt und für die wenig haben, tut er nicht wirklich was, sondern Finch, du hast es eben erwähnt, mit Steuererleichterungen. Oder was passiert, wenn er die Fortschritte, die zumindest in der Gesundheitsversorgung unter Obama gegeben hat, wenn er die zurückdreht, das wäre ja verheerend, gerade für Menschen, die auch in Arbeitslosigkeit gefallen sind. Das heißt, eigentlich
spricht es ja genau gegen oder macht eine Politik, die eigentlich total gegen diejenigen sind. Und was mir da deutlich wird, das ist genau unsere teilweise Ratlosigkeit. Also ich glaube, in Deutschland auch auf einem anderen Level. Aber teilweise Ratlosigkeit, wie kann es sein, dass Erwerbslose die Braun-Blauen bei uns im Parlament, die AfD, wählen? Wie ist das zu erklären? Und eine ähnliche Situation ist es auch mit Trump. Wenn man sagt, man ist Materialist, dann wird man sagen, ja, die wählen vollkommen gegen ihre Interessen. Die wählen nur auf Basis ihres Images. Und das ist auch seines Versprechens. Ich bringe eure Fabriken zurück. Mhm. Ich meine, das hat er gesagt. Und dann liegt es, sind die anderen schuld, wenn es nicht passiert. Hm. Also es ist ja auch, nicht nur ein Rechter, ein Reaktionär, sondern er ist ja auch ein Populist. Das muss man sehen. Und das Populistische ist das, was ihn so unterscheidet von anderen republikanischen Kandidaten. Also die einfache Erklärung ist ja das Kennzeichen der Populisten. Einfachheit als Siegel der Wahrheit. Das ist der Beweis, dass etwas wahr ist, liegt darin, dass es einfach ist. Und wir wissen ja alle, dass es genau umgekehrt ist. Die Dinge sind ja kompliziert. Und komplizierte Erklärungen finden unter Leuten, die dem Populismus nahestehen, keine Anhänger und Anhängerinnen. Also es ist gerade die einfache Erklärung, China ist schuld, die haben den Virus gebracht. Nordkorea ist schuld, die haben das und das gemacht. Die Demokraten sind schuld, die haben das und das gemacht. Es sind diese einfachen Erklärungen, die gut ankommen und die dafür sorgen, dass Trump von Menschen, die überfordert sind mit der Komplexität der Gegenwart, gewählt wird. Ich glaube, das ist ein wichtiges Moment. Und das erklärt vielleicht auch den Zuspruch, den die AfD in Deutschland findet. Ja, das kann sein. Also heute hatten wir die Diskussion im Deutschen Bundestag. Die AfD hat aus Anlass, dass die USA ja jetzt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen wirksam raus sind. Das könnte ja Biden sozusagen heilen, hatte ja auch schon angekündigt im Januar. Hat die AfD gefordert, dass Deutschland dem folgt. Und in der Rede ist es sozusagen genau nach diesem Schema gegangen. Also erstens ist es teuer, es spitzt die soziale Krise zu, Menschen werden verarmen durch Klimaschutz und wir bewegen uns zu auf eine wahlweise sozialistische Diktatur, Ökodiktatur und so weiter. Und die AfD befindet sich da im Widerstand. Das sind vielleicht ähnliche Argumentationsmuster. Und es ist ein zutiefst reaktionäres Weltbild. Das wird, glaube ich, bei Trump auch nochmal deutlich. Also eben, Susan, als du gesagt hast, er verspricht, dass die Industrie wiederkommt. Letztlich wird ja ein Bild der Vergangenheit gezeigt, als die Frauen am Herd standen, als wir sichere Versorgung durch Atomkraft und Kohlekraft hatten, als es noch klar war, dass die weißen Leute, die echten Amerikaner sozusagen, dass die Vorherrschaft hatten und ein Mann auch wirklich ein Mann war. Dieses Bild wird ja sozusagen da konstruiert als Gegenbild, was dazu führt, dass Rassismus idealisiert wird, dass Sexismus als normal dargestellt wird und dass all diese Positionen, die irgendwie ins Nichtsagbare verdrängt waren, dass die wieder geäußert werden können. Und deswegen steht man wahrscheinlich auch bei Trump so häufig da so fassungslos davor und denkt, fuck, das kann er doch jetzt nicht ernst meinen, das kann er doch jetzt nicht so öffentlich sagen. Und dann sagt er das, dann stellt er sich hin und erzählt, ey, ich bin der Gewinner, obwohl Millionen von Stimmen noch nicht ausgezählt worden sind. Dann erzählt er, es hat Wahlbetrug gegeben, obwohl es dafür keinerlei Beweise gibt. Und ich glaube, das ist es, was uns wirklich auch Sorgen machen muss, dass da eine Parallelwelt
konstruiert wird, die in allen Positionen einfach ein Zurück hinter errungene Positionen bedeutet. Aber diese Parallelwelt, die gibt es schon lange. Die hat es auch in der Obama-Administration schon gegeben. Das ist nicht etwas, was Trump neu erfunden hat. Er spitzt das nur zu. Er ist in der Lage, diese Dinge zu äußern und sie hoffähig zu machen. Aber diese Spaltung des Landes, die ist auch schon unter den 8 Jahren der Obama-Administration deutlich gewesen. Und die geht halt zurück eigentlich auf den historischen Kompromiss der Konservativen, die es geschafft haben, die Wertkonservativen und die religiösen Konservativen zusammenzuführen und in eine neue republikanische Partei zu schmieden. Das hat sich gezeigt, zum Beispiel in den Auswüchsen der Tea Party und so weiter. Also hier ist etwas schon lange im Argen, was, ich würde sagen, unter Reagan angefangen hat. Soweit geht das zurück. Man kann die einzelnen Elemente der Argumentation von Trump auch bei Reagan wiederfinden. Also ich glaube, das ist nicht etwas, was jetzt plötzlich erschienen ist, sondern das ist etwas, was schon eine ganze Zeit im Schwange ist. Und Trump hat es nur geschafft, dem jetzt eine politische Stimme zu geben und das zusammenzuführen. Alles das, was irgendwie bisher diskursiv so ein bisschen unterdrückt gewesen ist, zum Glück, wie ich finde, als nicht sagbar, wie du das beschrieben hast, das äußert sich jetzt durch Trump. Die Spaltung der Gesellschaft ist schon länger da. Ja, ich glaube auch, dass die Präsidentschaft von Obama da auch eine Rolle gespielt hat, indem sie den latenten Rassismus mobilisiert hat. Der Erfolg von Trump sehe ich als ein Backlash, ein rassistischer Backlash gegen Obama und gegen die Vorstellung irgendwie, dass Amerika wirklich 8 Jahre lang einen schwarzen Präsidenten hat. Trump war der Anführer, als er seine Birther-Bewegung initiiert hat. Er hat eben Obamas Americanness in Frage gestellt. Ich glaube, dass der Rassismus, ich sage es andersrum. Ich glaube, Amerika hat sich überrascht, dass es Obama gewählt und zweimal gewählt hat. Und dass eben dieser Backlash die Folge dieses Schocks ist irgendwie. Ich glaube, man kann den Rassismus in Amerika nicht unterschätzen. Finch, hier ist eine Frage an dich gerade gekommen. Und zwar, ich lese es einfach vor, wie sind denn die Demokraten anders? Sie sind auch ziemlich populistisch und haben einfache Erklärungen dafür, was das Problem ist, nämlich Trump. Ist das so? Haben die so argumentiert im Wahlkampf? Und vielleicht auch von mir nochmal die ergänzende Frage, haben die Demokraten auch eine Verantwortung an der Situation, wie sie jetzt gerade ist? Ich würde damit anfangen zu sagen, ja, natürlich haben die Demokraten eine Verantwortung für das, was da passiert. Ich habe es eben schon angedeutet, bei der Wahl 2016 haben sich die Demokraten nicht um ihre historische Wählerschaft gekümmert. Mhm. Die Demokraten waren immer auch die Partei der Industriearbeiter. Und unter Clinton, unter Hillary Clinton, ist das vollkommen in den Hintergrund getreten. Hillary Clinton hat einen Flügel der Demokraten repräsentiert, die eng mit dem Bankenkapital in Nordamerika verknüpft gewesen ist. Und dabei ist die Industriearbeiterschaft hinten runtergefallen. Sie hat es ja noch nicht mal für nötig befunden, in bestimmten Staaten aufzutreten, obwohl da die Arbeiterschaft konzentriert war. Also sicherlich haben die Demokraten auch einen großen Teil der Verantwortung. Sie haben auch eine Verantwortung darin, dass sie ziemlich rumlaviert haben, dass sie immer wieder versucht haben, Bipartisan-Lösungen zu finden,
auch in der Situation, wo es vollkommen klar war, mit diesen Republikanern kann man nicht zusammenarbeiten. Also der Versuch, über Parteigrenzen hinweg irgendwelche Kompromisse mit den Republikanern zu finden, das ist sicherlich auch nicht dazu angetan gewesen, das Profil der Demokraten als eine progressive Partei zu stärken. Und man muss eben sagen, dass die Demokraten historisch ja auch nicht unbedingt eine saubere Weste haben. Also ich meine, die Demokraten haben bis in die 60er Jahre hinein ja sich für die Rassentrennung angesetzt. Das muss man eben sagen. Da gibt es historische Wurzeln, die weit zurückreichen. Sind die Demokraten auch Populisten? Ich glaube, das kann man, die haben sicherlich populistische Elemente in einzelnen Staaten, bei einzelnen Politikern, aber ich würde sagen, dass nicht grundsätzlich das Parteiprogramm der Demokraten jetzt auf populistische Ziele abgestellt ist, sondern das sind relativ konkrete Vorschläge, die ja gekommen sind. Aber es ist auch klar, dass in einer Wahlsituation, die stark vom Populismus geprägt ist, hier und da sich auch solche Töne einschleichen. Das würde ich auf jeden Fall konstatieren. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich glaube schon. Susan, willst du noch was ergänzen dazu? Nee, ich glaube, der Finch hat das auf den Punkt gebracht. Also ich frage mich, also ich glaube nicht, dass es mit Clinton eigentlich angefangen hat, sondern ich glaube, dass die soziale Spaltung noch viel tiefer geht, ist eigentlich mein Eindruck nach allem, was ich mitbekomme. Also es ist sowohl rassistisch gespalten, aber es ist ja auch eine extreme soziale Spaltung. Also allein als ich im letzten Jahr in New York war, dann zwischen den Stadtteilen merkt man das doch sehr deutlich, finde ich. Also New York ist wahrscheinlich so ein Kombinationspunkt, wo du zwischen Arm und Reich das siehst, aber insgesamt glaube ich, da ist der Anteil gar nicht zu unterschätzen von Leuten, die desillusioniert sind von dieser Form der Demokratie, wie sie läuft und die nach einem Deutungsangebot auch lechzen sozusagen und Trump halt ein einfaches Deutungsangebot dann gibt. Und für mich ist da die Frage, wie kann das geheilt werden? Gibt es da Kräfte bei den Demokraten, die in die Richtung gehen, diese Lücke zu schließen, die ja auch Biden nicht schließen konnte? Und tatsächlich dann auch hier ja die Arbeiterinnen wieder zu erreichen und auch möglicherweise Erwerbslose zu erreichen und eine klarere einfach überspitzt Klassenposition auch mit zu vertreten und nicht nur das Finch, wie du gesagt hast, des Bankenkapitals. Gibt's da diese Tendenz? Wer mal anfangen, Susan? Also ich habe das Gefühl, dass es auf lokaler Ebene erfolgreicher ist als auf nationaler Ebene. Und man hat gesehen, dass vor 4 Jahren nach der Wahl gerade auf lokaler Ebene viele Menschen, viele Frauen, viele junge Menschen sich sehr stark politisch engagiert haben, haben sich wählen lassen und haben auf also Grassroots Politics gemacht, wo sie meinten, irgendwas bewegen zu können und auch auf lokaler Ebene einiges bewegt haben. Je weiter man kommt in die nationale Politik, umso weniger findet man diese Resonanzen. Es gibt so ein paar Star Congresswomen gerade, die den Durchbruch erlebt haben. Aber man sieht das, man sieht die Veränderung, die nicht so stark auf nationaler Ebene als auf lokaler Ebene, wo glaube ich, sicherlich vor 2 Jahren noch unheimlich viel Energie zu spüren war. Ich sehe das ganz genauso. Und das ist so ein
Das ist eine gewisse Tragik in der amerikanischen Politik, dass man auf lokaler Ebene unheimlich viel lostreten kann, dass Leute sich schnell organisieren, ihre Interessen artikulieren und Hand anlegen und aktiv werden und dass das, je weiter das nach oben geht, immer stärker gefiltert wird. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass das politische System sehr stark auf den Einsatz von privatem Geld basiert. Mhm. Das ist, es gibt praktisch keinen Kongressabgeordneten, der nicht mindestens ein Vermögen von $1 Million hat. Und im Senat ist es noch ausgeprägter. Das sind Parlamente im nationalen Kongress. Das sind Parlamente, die bestehen aus Millionären. Und selbst wenn unten da eine Grassroots-Bewegung ist, die irgendwie was versucht zu verändern, um politisch Erfolg zu haben, wird doch sehr viel Kapital bewegt, um Kampagnen zu führen. Da wird privates Geld investiert. Die Leute, die politisch erfolgreich sind, kommen nicht aus den allereinfachsten Verhältnissen, sondern es ist meistens schon Geld da. Und das macht es so schwierig, diese zahlreichen Aktivitäten auf der untersten Ebene zu überführen in etwas, was dann die Demokratische Partei beispielsweise insgesamt ein bisschen progressiver macht. Solange dieses Wahlsystem auf PACs und auf Super-PACs und auf den Einsatz von Millionen für eine Wahlkampagne für den Kongress abstellen, solange wird es sehr, sehr schwer sein, hier wirklich was zu ändern. Ja, also ich sehe da ein bisschen, also zu dem, was du auch eben, Susan, gesagt hast, von den Grassroots und auf lokaler Ebene, sehe ich ein bisschen auch Parallelen zu dem, was die Linke angeht. Also kann es einfach nur mal schildern. Also die Linke ist mittlerweile vom Altersdurchschnitt her die jüngste Partei. Und ich erlebe es halt, wenn ich vor Ort bin bundesweit, dass da viele junge Menschen sind, die halt nicht nur Sitzungssozialismus machen, also das heißt, dass das strenge Abarbeiten von Tagesordnung, sondern die Bündnissen und Initiativen und unterwegs sind und versuchen, das aufzubauen. Und ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein, ob es eine Linke geben kann, die insgesamt einen neuen Politikansatz dann auch vertritt und dem etwas Neues entgegensetzt, weil die alten Antworten funktionieren, glaube ich, gegen diese Art des Populismus und der sozialen Spaltung in unserer Gesellschaft. Das funktioniert offensichtlich nicht, also die alte Linke. Ich will mal einen Ausflug in die 30er Jahre in den Vereinigten Staaten machen. Die Kommunistische Partei in den Vereinigten Staaten war nie besonders mitgliederstark. Die hat zu ihrer besten Zeit irgendwas um 100.000 Mitglieder gehabt. Für ein so gigantisch großes Land ist das eine kleine Partei. Trotzdem hat sie es geschafft damals, dadurch, dass sie in solchen Grassroots-Bewegungen aktiv war, die Stimmung im Land nachhaltig zu beeinflussen. Ich glaube, dass so etwas wie FDR und der New Deal ohne die Arbeit von Kommunisten in den Vereinigten Staaten vollkommen unmöglich gewesen wäre, weil sie einfach das ideologische Unterfutter gebildet haben für progressive Ansätze bürgerlicher Parteien. Und das ist etwas, was jetzt vollkommen fehlt. Es gibt keine organisierte Linke in den Vereinigten Staaten. Es ist niemand da, der sozusagen ideologisch langfristig Arbeit leisten kann, die sich dann auf der lokalen Ebene auch umsetzt in erfolgreiche Aktionen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und das ist der große Unterschied, wie ich finde, zu Deutschland. Hier gibt es eine linke Partei und die ist durch Parteienfinanzierung unabhängig vom Großkapital. Das ist ein großer Unterschied zu den Vereinigten Staaten. Und da würde ich den Unterschied machen zwischen der Situation der Linken in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Hattest du eine Ergänzung sonst? Okay, noch eine Frage von Franklin Brown. Und zwar fragt er, gibt es Ansätze, dieses Wahlsystem umzubauen? Weil es wird ja jetzt nochmal in der ganzen Absurdität wirklich deutlich. Biden liegt so klar in Führung von den Stimmen. Lag ja Clinton damals auch nicht so stark, aber immerhin.
Und trotzdem könnte Trump noch Präsident werden. Gibt es da Diskussionen und Ansätze? Ja, es gibt immer wieder Diskussionen und Ansätze, Voter Suppression zum Beispiel zu beenden, dafür zu sorgen, dass Menschen zur Wahl können, dass sie bei der Wahl nicht behindert wird. Ich meine, eine große Taktik der Republikaner in den letzten Jahren war, grundsätzlich vorbestraften Menschen das Wahlrecht zu entziehen. Und da der Anteil von African Americans unter den Vorbestraften deutlich höher liegt aufgrund des rassistischen Strafsystems der Vereinigten Staaten, sind also vor allem African Americans nicht mehr zur Wahl zugelassen worden, weil sie mal vorbestraft gewesen sind. Da gibt es eine Diskussion. Es gibt eine Diskussion um den Prison Industrial Complex. Also um die Frage, wie sieht eigentlich unser Strafsystem aus? Weil das Strafsystem und die Organisation bürgerlicher Rechte in den Vereinigten Staaten aus engstem miteinander verknüpft sind. Es gibt eine Diskussion um Gerrymandering, auf jeden Fall. Aber das zu verändern, wird eine riesige Aufgabe sein, denn letztlich ist es dafür notwendig, in die Struktur der Verfassung selbst einzugreifen. Und jeder, der sich mit der Geschichte von Verfassungsänderungen in den Vereinigten Staaten beschäftigt hat, weiß, dass solche Amendments unglaublich schwer durchzusetzen sind. Das Equal Rights Amendment, das die Gleichstellung von Männern und Frauen garantiert, ist seit 1973 auf der Agenda und ist gescheitert. Obwohl das ist eine Selbstverständlichkeit. Da müssen wir eigentlich gar keine Verfassungsänderung für durchführen, dass es sowas wie gleiche Rechte für alle Menschen geben soll. Und trotzdem hat es diese Verfassungsänderung nicht geschafft, von der Bevölkerung angenommen zu werden. Und das ist ein Lehrstück dafür, wie schwer es sein wird, hier grundlegende Veränderungen vorzunehmen. Ja. Susan? Hey, ich bin genauso pessimistisch. Wenn man sieht zum Beispiel, dass man es geschafft hat, dass Menschen sich nur zur Wahl registrieren können, wenn sie sich ausweisen können. Und es gibt keine Ausweise in den Vereinigten Staaten, außer Führerschein. Ja. Und wenn Oder man keinen Führerschein hat, bitte? Waffenschein weiß ich nicht, aber es wird das gleiche Klientel sein. Aber wenn du in der Stadt lebst, kein Auto sich leisten kannst, kein Auto brauchst und keinen Führerschein hast, dann kannst du dich nicht ausweisen. Und dann kannst du dich nicht zur Wahl registrieren. Und solche Sachen, das ist so vielfältig und so perfide und so zielgerichtet von denjenigen, die davon profitieren, dass es sehr schwer vorzustellen ist, dass es sich so grundlegend ändern wird. Das andere Problem ist, dass die Leute, die Wahl gewinnen, die haben weniger Interesse daran, ein System zu ändern, von dem sie irgendwie letztendlich profitiert haben. Oder wenn sie sagen, endlich mal geschafft. Und dann haben sie andere Baustellen. Und das wird immer verschoben auf das nächste Mal. Es wird nie diese Diskussion findet, nach der Wahl so gut wie nie statt. Vor der Wahl natürlich. In dem Interregnum zwischen November und Januar ja, aber danach selten. Ja, ich sehe, wir sind am Ende unserer Sendezeit, aber das wäre ein bisschen oldschool. Wir sind am Ende unserer Gesprächszeit, was wir uns so ein bisschen als Zeitrahmen gegeben hatten. Mögt ihr noch irgendwas zum Schluss sagen? Brennt euch noch was auf der Seele? Ansonsten würde ich den historischen Optimismus ein bisschen bemühen und sagen, gesellschaftliche Verhältnisse haben sich immer geändert. Und immerhin sehen wir gesellschaftliche Bewegungen in den USA. Wir sehen Organizing-Ansätze,
wir sehen innerhalb der demokratischen Partei solche Sachen wie die Diskussion über diesen Green New Deal, was ich natürlich als Klimapolitiker sehr spannend fand. Wir sehen vor allem eine starke Black Lives Matter Bewegung und ich habe den Eindruck, das wird nicht so schnell verschwinden, so, und auch die große Hoffnung. Und Frauenbewegung, die mir auch noch immer stark zu sein scheint. Also ich habe schon sehr die Hoffnung darauf, dass auch in den USA soziale Bewegungen zumindest ein Stück weit diese gesellschaftlichen Verhältnisse wieder, ich sag mal, gerade rücken, wie ich da auch bei uns große Stücke drin setze, weil wir haben einfach nur diese eine Chance, uns dem entgegenzustellen und wir haben eigentlich auch die Pflicht. Und in diesem Sinne bleibe ich dann doch Optimist bei all dem, was auch Anlass zum Pessimismus gibt. Wollen wir es dabei stehen lassen? Ich bin auch Optimist. Langfristig. Ich auch. Langfristig ich auch. Bin ich aber auch heute Optimist. Nicht. Heute nicht, ne? Na, schauen wir mal. Drücken wir erstmal die Daumen, dass Biden doch noch den Sieg davon trägt und dass wir danach irgendwann eine Entscheidung haben und keinen Bürgerkrieg. Das wäre jetzt schon erstmal das beste Ergebnis, was man sozusagen erwarten kann. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank euch beiden, Finch, Susan, dass ihr mit mir hier das Gespräch geführt habt und uns Einblicke gegeben habt. Ich hoffe, unseren Zuschauerinnen hat es auch Spaß gemacht, egal ob auf Zoom, auf Facebook oder auf Twitter. Und in diesem Sinne, wir werden unsere Reihe selbstverständlich fortsetzen und Daumen drücken und in Bewegung kommen und organisieren, ist, glaube ich, unsere Antwort. Vielen Dank und vielen Dank euch.